und herzlich willkommen zu Part 11 von Let's Play Pokémon Smart. Okay, ich wollte mal kurz was testen, ob das funktioniert. Es funktioniert, yay! Ich kann hier mit Zerschneider das ruhige Gras entfernen. Das ist hier die letzte Edition, wo das funktioniert. Habe ich erst neulich gehört, dass es funktioniert. Und es klappt auch. Okay, jetzt müsste ich mir den ganzen Weg hier durchmähen. Das wäre ein bisschen unnötig. Ja, ich würde sagen, jetzt gehen wir weiter und gegen den Angler kämpfe ich nicht. Ich hasse Angler. Okay, aber wir kämpfen gegen den nicht. Wir holen jetzt erstmal ein paar Bären. Na, na, Bären. Na, na, na. Schön. Rennen wir in die nächste Stadt. Ich glaube, hier gibt es eine kleine Aufgabe für uns. Wenn ich doch nur ein Rad hätte, dann könnte ich nach Gravenport City zum Einkaufen fahren. Dann würde ich den Tafelbrief im Pokémon Supermarkt kaufen. Ja, doof. Die gibt uns, glaube ich, so ein Münzenamulett oder so. Wenn man das bringt. Aber es muss ja nicht sein. Das ist ein Radladen. Schenkst du mir ein Rad? Nun, was haben wir denn da? Ein höchst energetischen Kunden. Ich? Du kannst Radler zu mir sagen. Ich bin der Besitzer des Fahrradshops. Dein Turbotreter, die sehen ja wirklich schmuddelig aus. Kommst du von weit her? Ja. Du kommst den ganzen Weg von Wurzelheim her? Meine Güte, das ist unwahrscheinlich weit weg. Wenn du eins meiner Räder hättest, könntest du leicht überall hin und den Wind in den Haaren spüren. Ich habe eine Mütze auf. Ich sag dir was, ich werde dir ein Rad geben. Oh, eine Sekunde. Ich sollte dir sagen, dass es zwei verschiedene Räder gibt. Das Eilrad und das Kunstrad. Eilräder sind schnelle Kunsträder, kann man Kunstrad machen. Ich bin für das Eilrad, das geht schneller. Ja. Wenn du die Räder tauschen möchtest, komm einfach wieder vorbei. Danke. Okay, wie macht man das hier? Das ist ein bisschen doof. Im nächsten Part weiß ich, wie das geht, aber jetzt noch nicht. Oh, wen haben wir denn da? Heiko. Och, och, bitte, Onkel, bitte. Der. Das ist der Heiko. Mein Vater mag Heiko mehr als mich. Okay, es geht wieder. Ich möchte in diese Arena antreten, um zu sehen, wie gut ich bin. Bitte, darf ich? Bitte. Nun, hör mal auf, Heiko. Seit du mit Pokémon zusammenlebst, bist du viel stärker geworden. Aber du überforderst dich, wenn du plötzlich in einer Arena antrittst. Ich bin nicht überfordert. Wenn ich die Kräfte von Trasla kombiniere, besiege ich jeden. Ausrufezeichen. Oh, heizige LBS, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, bin ich viel stärker geworden. Ich möchte von dir und auch von meinem Onkel verstanden werden. Bitte, würdest du gegen mich kämpfen? Vielen Dank. Jetzt komme ich. Nein! Schade, ich hätte so gerne den Translarkampf gemacht. Das wäre unfair. Machen wir schnell weg. Ah. Ich hab verloren. Onkel, ich gehe zurück nach Wiesenflur. Herzlichen Dank. Trainer zu sein verlangt viel von einem, oder? Man besitzt nicht einfach nur Pokémon und lässt sie kämpfen. Um ein richtiger Trainer zu sein, braucht es mehr. Das höre ich jetzt zum ersten Mal. Heiko, du brauchst deshalb nicht zu niedergeschlagen zu sein. Was hält dich davon ab, stärker und stärker zu werden? Nichts. Komm, geh mir nach Hause. Da warten sie alle schon auf dich. Mir dämmert es so langsam. Du musst der Trainer sein, der sich damals um Heiko gekümmert hat, als es sein erstes Pokémon fiel. Warum besuchst du uns nicht irgendwann in Wiesenflur? Ich bin sicher, Heiko würde sich sehr freuen. Nö. Scott! Ich habe diesen Kampf beobachtet. Du bist ein Freund von diesem Jungen von Heiko, oder? Aber du hast dich nicht zurückgehalten und ihn beeindruckend besiegt. Yeah!
Das ist es, was Pokémon-Kämpfe ausmacht. Ich bewundere solche Trainer. Ich feuere dich an. Danke. Ciao. Geht mal ein bisschen Pokémon heilen oder so. Ich kenne das mit der feine Frisur denn. Den muss ich ansprechen. Hey yo, man nennt mich Trendwick. Ich zeige dir, was Hippes und abgeht. Hast du schon von Holde gehört? Was das heißt? Frag mal deinen Papi oder deine Mami. Holde. Holde Maid! Ich weiß trotzdem nicht so genau, was das bedeutet. Edel oder so. Egal. Doppelkampf. Bärbel. Okay, wie machen wir das? Doppelkick, Angriffsblitz und du konfusierst dich an Mediti. Okay, dann konfusierst du dich nicht an Mediti. Ja, Level 28. Protze. Nein. Ja. Nein! Das hätte ich jetzt lieber nicht gemacht. Klasse. Ja, stimmt, du bist der Kampf. Noch eins! Noch ein Doppelkampf hier. Mal gucken. Ich setze meine Teleportfähigkeiten ein. Es wird zwar richtig bringen, aber ich setze sie ein. Mal bin froh. Ja, bin ich hier. Mal bin ich weit gekommen. Sogar die Musik hat noch weitergespielt, weil ich im gleichen Ort bin. Nichts mehr gegen meinen Vater zu kämpfen. Scheiße. Wow! Das hat das super gebracht. Hey, da steht Walter. Da ist mein Vater. Okay. Kreideschrei. Machen wir es mal anders. Gut. Okay, du kämpfst gegen die See und ich mach mal Ventiloplatz. Level 17, ja. Ja, immer. Das funktioniert immer bei dem. Und wenn ich das mal hab, dann. Map. Hast du auf den Zickzacks? Das kommt mir gerade erst. Auf den Zickzacks. Ich will nur hier raus. Okay. Vielleicht schaffen wir es doch gegen Walter. Mann, verpisst euch. Schaffen, aber treten wir gegen ihn an. Hallo. Ich habe auch aufgegeben, die Stadt umpolen zu wollen. Deshalb verwende ich meine Energie lieber auf das Installieren von Fallen in meiner Arena. Oh, was machst du denn hier? Was ist das? Du hast es geschafft, all meine Schalter zu finden. Oh, das ist wirklich amüsant. Dann ist es nun
an mir, den Arenaleiter von Marvel 4City, dich unter Spannung zu setzen. Oh, so ein Pech, ne? Ganz ehrlich. Ich bin ein Opfer. Ich wollte nur, dass du mich töten lässt. Das mache ich immer. Auch wenn es nicht schön ist. Parallel. Donnerwelle. WTF. Jemand. Nein! Ernsthaft? Ernsthaft? Oh Gott, es hält schon wieder an. Komm, besieg mich. Danke. So oft darf ich das nicht mehr machen. Nein! Scheiße. Okay, das ist mir ziemlich egal. Ich hab nur so einen dämlichen Teil bekommen. Und jetzt komme ich mit meinem... Verpiss dich! Okay, ich würde sagen, mit diesem Fail, komm, stell dich mal in die Ecke und schäm dich ein bisschen. Beenden wir jetzt den Part. Man soll ja immer aufhören, wenn es am schönsten ist, ne? Also, bis dann. Ciao. Ist das Ding aus?